Ellie! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind wieder Joel. Ihm geht's einigermaßen wieder gut, wenn man das so nennen kann. Hat doch gerade noch was geblinkt hier, oder nicht? Kann ich das nicht mitnehmen? Wir müssen Ellie retten. Das werden wir machen, beziehungsweise werden wir zumindest versuchen. Nein, ich sag jetzt mal einfach, wir werden das machen. Oh, Joel ist aber ganz schön langsam unterwegs, wenn er hier normal geht. Okay, das ist Laufen. Laufen ist quasi normales Gehen. Waffen kann ich im Moment nicht benutzen. Das ist nicht gut. Ich kann auch nicht gucken, was wir jetzt haben und was wir noch brauchen. Verdammt, wo bist du? Ja, wo bist du, Ellie? Ich meine, wir wissen es ja. Oh, nee, uns fehlt schon wieder was dafür. Ich habe keine Nahkampfwaffe mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Achso, wie sieht es eigentlich mit den... mit der Munition auf? Das sieht aber so aus, als ob alles komplett aufgeladen ist, ne? Ja... okay, das war jetzt nicht ganz aufgeladen. Gut, dann nehmen wir jetzt wieder die normale Pistole, auch wenn wir da nicht so viel Schuss drin haben. Frage ist jetzt, sind die noch hier? Weil Ellie hat die ja eigentlich ablenken wollen. Ich weiß aber nicht, ob sie es geschafft hat, also dass sie wirklich alle mitgenommen hat. Oder ob eventuell doch noch ein paar zurückgeblieben sind hier. Ist hier noch irgendwas? Was wir mitnehmen können, das ist auch voll. Den Rest hatten wir alles voll, ne? 3-3-3, ja, okay. Okay. Scheint hier erstmal noch ruhig zu sein. Aber ich habe nichts gesagt. Wenn ich sowas sage, dann passiert doch irgendetwas. Okay, ich gucke da nochmal eben, ob ich hier irgendwas finden kann. Weil, ne, Resident Evil-mäßig hängen ja die Anhänger auch gerne schon mal in irgendwelchen Öfen rum oder so. Moment, war das jetzt das Wohnzimmer? Ach, das war das Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade... oh, ernsthaft. Okay. Ja, die Frage ist auch, wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist sie hingelaufen? So. Er wird schon gemerkt haben, dass wir noch... Oh. Er ist da drüben! Shit! Gib mir Deckung! Oh. Hab ich mich jetzt vor allen Dingen erschrocken gerade? Ah, oh, ich war gerade... oh nee, nicht so viele. Nein, du bist gleich tot. Jetzt machen wir eben gucken. Na, man kann es nicht ganz sehen. Drei Leute sehe ich auf jeden Fall auf... nee, vier. Okay, kommen die jetzt ran oder kommen die jetzt nicht ran? Das ist jetzt die Frage. Kann ich den ja? Kann ich anvisieren? Jetzt verstecken sie sich wieder. Versteckt ihr jetzt wieder eure kleinen Köpfchen? Na? Das Problem ist, ich möchte halt selber auch nichts abbekommen. Klar bin ich gefährlich. So, Moment, einen Schuss habe ich noch.
Ich würde mich aber gerne mal kurz heilen. So. Wo sind die denn jetzt? Jungs! Jungs? Hallo? Sind die jetzt abgehauen oder was? Er ist gefährlich! Lasst uns abhauen! Hallo? Die sind echt abgehauen. Hä? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln oder was? Hat der Munition? Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier aus der Deckung komplett rausgehe. Ja, wo sind die hin? Hä? Ihr wollt mich wirklich veräppeln, oder? Ich verstehe es gerade nicht. Oh. Geh mal dahinter, Jule. Die sind doch wieder da. Aber irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Da hinten lief auf jeden Fall gerade einer rum. Aber das war jetzt wirklich seltsam. Er ist gefährlich. Hau einfach mal ab. Ach so. Nee, das haben wir voll. Okay. So, jetzt ist die große Frage. Einer ist dahinter. Zwei sind dahinter. Kommt der eine jetzt durch die Tür? Das wäre gut zu wissen. Der hat auch noch was dabei. Da hinten läuft noch einer rum. Das sind drei, glaube ich, mindestens. Okay. Seht ihr mich, wenn ich da mal kurz... Da läuft so ein bisschen in meine Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Okay, gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Habe ich da rechts gerade einen gehört? Mal eben nachschauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das hat jetzt wahrscheinlich nur zufällig geblinkt. Aha. Da springt immer einer hoch und runter, oder wie? Das dahinter. Was macht der Kerl da? Ach, die springen abwechselnd hin und her, oder was? Was ist das für Quatsch? Komm. Oh. Komm, Kleiner, komm. Aber ich kann da nicht drüber springen, oder? Nee, kann ich nicht. Schade. Hinten stehen zwei. Wo ist denn der eine, der da hinten eben war? Hallo?
Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Da stehen zwei. Ich wollte gerade sagen, da ist doch schon wieder einer. Kann man das treiben? Weiß ich, wo der rumspringt? Kommst du noch mal rüber? Die Idee war jetzt eigentlich, auf den zu warten und den dann abzumurksen leise, aber... War gut gedacht, aber... Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Komm, Joel, schneller! Jetzt laufen die wieder weg, oder was? Wollt ihr mich hier veräppeln? Nach dem Motto, der Kerl ist gefährlich, hauen wir jetzt wieder ab. Echt jetzt? Die haben sich da jetzt drin verschanzt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Entweder sind die ums Haus gelaufen oder die sind ins Haus gelaufen. Dass ich die jetzt nicht mehr hören kann, finde ich irgendwie komisch. Joel, pass auf. Okay, da scheint jetzt aber im Moment keiner zu sein. Gehen wir nochmal schnell hier rein. Wir hier nochmal eben, ob wir was mitnehmen können. So. Da können sie nur von der Seite kommen. Da ist zu. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ja. Hier steht niemand. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Komm los! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt.
Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Mist. Na, wohin? Mann. Was ist denn bloß los mit denen? Das frage ich mich auch. Ich brauche eine Waffe. Da? Nein, ducken. Okay. Ich schaff das. Oh, okay. Ich weiß nicht, kommt der hier rein? Keine Ahnung. Ich kann mir auch meine Sachen jetzt nicht angucken. Warum, weiß ich nicht. Okay. Oh oh. Hier war doch gerade was. Wer hat geschossen? Infiziert. Was? Drei Leute mindestens, scheiße. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, Engel. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind, und bringt sie weg von hier. Wir finden das Mädchen und töten sie. Los. Oh, verdammt. Hier reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ist sie da? Sie ist dicht hier drüben! Also grundsätzlich würde ich mal sagen, sind immer so Feuerdinger aufgestellt. Ach, da steht einer. Frage ist, guckt er gerade zu mir? Grundsätzlich sind so Feuerdinger immer aufgestellt, um auch den ganz Doofen den Weg zu leiten. Guck mal! Hey, ich bin hier drüben! Nicht verlieren! Ist sie da drüben? Sie ist weg! Los, suchen wir weiter. Der sieht meinen kompletten Rücken und meinen kompletten Hintern. Sie ist weg. Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wo zur Hölle steckst du? Oh. Hey, überprüf die Gasse.
Ich sehe sie! Jetzt wieder gesehen. Oh, da hinten ist auch noch einer. Wieder! Sie steckt hier drüben! Oh, es tut mir leid, dass ich so leise bin, aber ich bin jetzt gerade echt überall am Hören, wo die sind. Und da das mit Ellie normalerweise mit dem Lauschen auch nicht so gut klappt. Bin ich jetzt hier überhaupt noch richtig? Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, ob ich vorher richtig war, davon mal abgesehen. Da! Sehe ich dich hier drüben! Der reinste Irrgarten. Ne? Ellie, das tut mir leid. Du wirst hier nicht rauskommen. Doch, werde ich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich konnte mir auch den Hinweis nicht angucken, weil immer genau dann irgendeiner da war. Ich weiß niemand. Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden. Wir haben schon ein Problem. Wir werden es lösen. Bleibt wachsam. Findet sie. Oh, ich sehe hier gar nichts. Wo ist die Kleine? Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. Oh, doch, bin ich. Frage ist, sieht der mich jetzt hier? Wahrscheinlich, ne? Boah, im Gegensatz zu mir. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Ist sie da? Ich stehe hier drüben. Oh Gott. Das ist, wie gesagt, auch überhaupt nicht, wo ich hin muss. Wo soll ich hin? Nicht verlieren! Okay, okay. Einer ist da, den ich sehen kann, aber nicht lauschen kann. Das ist sowas von dämlich gemacht irgendwie. Sie ist weg. Genau, sie ist weg. Sehe ich nicht hier drüben! Nein, ist sie nicht. So. Die große Frage ist immer noch, wo muss ich hin? Ich folge einfach mal, da ich ein bisschen ziel- und planlos bin, wirklich diesen Feuern. Wo sind sie?
Das ist eine gute Frage, Ellie. Die Frage, die nächste gute Frage ist auch, wo bist du und wo musst du hin? Muss ich da rein? Ich sehe hier überhaupt nichts, ne? Okay, auf jeden Fall komme ich hier hoch. Das gefällt mir so gar nicht, ehrlich gesagt. Hier ist ein Büro oder sowas. Oh, sehr gut. Kann ich jetzt mittlerweile wieder? Nee, kann ich immer noch nicht. Da vorne ist auch noch was. Gehen wir erstmal ins Büro. Ellie schleicht aber um einiges leiser als Joel, finde ich. Okay, hier kann man leider nichts nehmen. Da hinten ist auch noch so ein Lager oder sowas. Scheint auch nichts zu sein. Das finde ich nicht gut. Nicht, dass hier gleich irgendwas Großes kommt. Mit den ganzen Medipacks und so. Ich bin mir nicht sicher. Ach, das war ein Bär. Ich dachte gerade schon. Das ist ja mal so prädestiniert dafür, ne? Das können wir noch tauschen. Oh, Ellie, kriech doch nicht so rum. Ich meine, ja, ich könnte jetzt auch gehen, ich weiß. Könnte ich eigentlich, ne? Hier scheint wirklich keiner drin zu sein. Die Frage ist, haben wir hier noch... Moment. Ach, das ist voll. Haben wir hier noch irgendwas, was wir noch brauchen können? Das war wieder ein Backstein, Backstein. Munition oder so wäre ganz cool. 11 Schuss haben wir immerhin. Aber ich glaube, da ist so nichts mehr. Das sind auch alles nur Flaschen hier. So, ja, dann hoffen wir mal, dass wir hier wenigstens weiterkommen. Und dass da keiner ist. Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Dann hol dir den Schlüssel. Na super. Du bist nicht infiziert. Doch, Kein bin ich. Ein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Das habe ich gehört. Ich greife dich trotzdem an. Oh, shit. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Oh, fuck. Lauf, Ellie, lauf! Überrascht mich immer wie... Ups. Wo ist er? Eieiei. Wird das jetzt so ein Katz-und-Maul-Spiel?
Schade, dass du uns ablehnst. Da so. Jetzt ist es zu spät. Mhm. Kann man so sagen, die Hütte brennt? Wird es kurz und schmerzlos. Ehrlich. Ja, du kannst mich mal. Frage ist, wo kommt er jetzt raus? Wie wo steht willst. Er da? Sag aber nicht, dass er dich nicht erwartet. Na, na? Du armer Irrer. Inzwischen. Na doch, da. Kommt der jetzt nochmal nach vorne oder bleibt der jetzt die ganze Zeit da hinten? Das ist provoziert. Oh ja. Na komm. Oh, das war jetzt kein guter Platz. Ich sehe nicht viel. Na, da hast du dich jetzt aber nicht gut versteckt, Junge. Ich weiß, wo er ist. Das Problem ist, wie komme ich jetzt dahin? Ohne, dass er das mitbekommt. Okay, er geht woanders hin. Und jetzt? Du guckst ganz blöd in meine Richtung, Junge. Mach das nicht. Dreh dich mal woanders hin. Silver Lake. Gegründet 1882. Okay. Das heißt, wir sind... Sind wir jetzt bei denen? Oh, ich wusste es. Ja, nicht nur die Kleine ist tödlich, Leute. Oh, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nicht tauschen. Nein, 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 nein. Wo ist jetzt der andere? Okay, der hat keine Munition. Thank you.
Okay, was war jetzt mit den zwei Leuten? Waren das jetzt irgendwie Scharfschützen oder was? Ich konnte jetzt nicht sehen. Ja, okay. Leichter! Los, ich gebe Deckung. Ja, mach bloß nicht, Joel. Hallo. Oh, ich hau da die ganze Zeit drauf. Okay. So, die auch nochmal kurz aufladen. Ich glaube, das waren aber alle da oben, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, was dingelt das hier ununterbrochen? Okay, die Frage ist, wo muss ich hin? Da sind jetzt wieder diese Feuerteile. Ich glaube, das war jetzt der Wind, den ich gehört habe, oder? Da ist einer. Scheint auch ein Einzelner zu sein. Jetzt erschrecke ich mich schon davon, dass mein Stuhl knackst. Oh, da hinten ist noch einer. Oben war jetzt aber keiner, ne? Zwei Leute. Die Frage ist, kommt der mal zu mir zum Auto hier? Das wäre es natürlich einfacher. Aber ich glaube, den Gefallen wird er mir nicht tun. Jetzt gerade. So, nochmal schnell aufladen. So, Joel. Die Frage ist, wohin und wer ist hier eventuell noch? Der hat mal wieder nichts. Nicht gut. Das sieht sehr einladend aus. Gehen wir doch mal rein. Was ist das? Was macht Ellies Zeug hier? Ja, Joel, was macht Ellies Zeug da? Dreimal darfst du raten. Ui. Da möchte ich jetzt mal nicht drauf eingehen, weil wir wissen, wie viel Kilos, also was diese Kilos bedeuten. Ich darf meine Waffe nicht ziehen. Warum nicht?
Oh Gott. Ja, das sind dann, ich denke mal, die anderen Menschen. Irgendwann, wenn genug andere Menschen nicht mehr da sind, dann werden sie es wahrscheinlich an den eigenen Leuten weitermachen. Gehe ich mal stark von aus, weil das ist ja immer so in solchen Kreisen dann. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ja, musst du, Joel. Willkommen in der Fleisch- und Vorratstheke. Das ist jetzt irgendwie sehr makaber. Das beste Fleisch weit und breit. Ja. Hier kann man sich so nichts nehmen, so wie es aussieht. Da ist sonst auch nichts mehr. Ja. Oh, Scheiße. Ellie. Oh oh. Ellie, los, kriech! Schneller! Wenn du schon auf allen Vieren bist, dann kannst du auch schneller kriechen. Mach schon! Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Leute. Hä, wieso kocht die jetzt gerade nicht mehr? Jetzt beweg dich endlich, Ellie. Los. Ach, ich muss Kreise drehen. Wieso muss ich jetzt Kreise drehen? Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch betteln. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Hallo, wie oft muss ich hier Y drücken? Leute! Ich meine, ihr hört meine Tasten. Kann ich deinen Stil, oder? Du kannst doch wecken. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ellie! Hör auf! Hör auf! Fass mich nicht an! Super, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.